Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself Inspiration Kids Club und herzlich willkommen zu einem Pop-and-Cookin-Video. Also es wird heute gekocht und zwar mit diesem Set hier. Es gibt Burger, Pommes und sogar selbstgemachte Cola ist dabei. Das Ganze seht ihr nicht nur hier in dem Video, sondern am Wochenende kommt nämlich noch ein Special mit diesen Burgern bei Do-It-Yourself Inspiration. Also seid gespannt und schaut auf jeden Fall Samstag mal bei Do-It-Yourself Inspiration vorbei. Da werdet ihr das Ganze auf jeden Fall wieder sehen. Und ich mache es mal auf und schau mal rein, was alles dabei ist. So. Sogar noch mal eingepackt. Okay, so sieht es aus. Ah, okay, hier wird nachher drauf serviert. Das ist so das Tischset. Hinten drauf ist übrigens die Anleitung und man braucht auf jeden Fall eine Mikrowelle dafür. Das Ganze in asiatischen, ich glaube japanischen Schriftzeichen. Es gibt Tüten, es gibt Plastiksachen, es gibt so eine Plastikschaufel hier, es gibt ein Plastikmesser. Einige Sachen müssen noch auseinandergeschnitten werden. Ich habe zum Glück meine Schere schon bereit liegen. Und ich glaube, zusätzlich brauche ich noch Wasser. Ich schaue jetzt einfach mal rein. Als erstes wird das Ganze aufgeschnitten. Ah, und hier sind sogar noch weitere Verpackungen dabei. Okay. Aufschneiden und zwar genau hier an der gestrichelten Linie. So. Da haben wir es. Richtig viele Päckchen dabei. Das Plastikmesser, das ist total niedlich. So wie so ein Eislöffelchen. Dann die Förmchen, der Trinkbecher. Und hier verschiedene Schälchen zum Anrühren und Abmessen. Das ist irgendwie so eine ganz eigene Wissenschaft für sich. Okay. Ich schneide jetzt mal die ganze Packung auseinander. Mal gucken, was hier alles dabei ist. Inzwischen habe ich alles ausgeschnitten. Ich habe hier einmal das Tablett zum Servieren. Dann habe ich hier die Anleitung, wie dass der Cola-Becher dekoriert wird. Das wird hier drumherum geklebt und auf der Rückseite mit ein bisschen Tesafilm fixiert. Dann die Pommes-Tüte wird auch gefaltet und hinten auch zusammengeklebt. Und dann gibt es hier noch diese kleinen Fähnchen, die muss ich um so Zahnstocher herumkleben. Muss ich gleich mal suchen, ob ich sowas finde bei uns. Damit sind meine Vorbereitungen fast abgeschlossen. Becher ist fertig, Pommesbehältnis ist fertig und auch die beiden Pika hier für die Burger sind bereit. Dann habe ich hier noch so eine Fläche, um die Pommes auszumessen. Die lege ich auch einmal beiseite und dann kann es tatsächlich mit der Anleitung losgehen. Okay, es müssen als erstes Sachen auseinandergeschnitten werden und ich brauche Wasser. Hier, dieser Bereich wird abgeschnitten. Dann einmal hier mittig tatsächlich durch.
diese beiden kommen auch auseinander. Dann habe ich wirklich viele Felder zusammen auseinandergeschnitten. Okay. Das hier benutze ich, um Wasser abzumessen. Und es geht los hier mit der dreieckigen Schale. Da kommt als erstes zweimal Wasser hinein und dann das gelbe Tütchen. Okay. Bei den Tütchen muss ich mich einfach an den Farben orientieren. Zweimal Wasser. Das Wasser muss immer richtig schön voll sein. So, drin. Und dann kommen hier die Tütchen. Das lasse ich erstmal nochmal zu. Hier ist auf jeden Fall Gelb dabei. Und sind auch Pommes drauf. Das Pommes-Tütchen. Ich versuche es mal so ein bisschen nach unten hin zu bewegen, das Pulver da drin. Das ist sehr fest gepresst, damit es mir jetzt beim Aufschneiden nicht überall rumkrummelt. Okay, offen ist es. Und auch eine ganze Menge. So, alles drin. Es riecht tatsächlich nach Kartoffel gerade. Und rühren, 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 rühren. Es wird so eine feste, breiige Masse. Und ich schaue wieder auf die Anleitung. Es wird gut da unten drin festgedrückt und dann kommt es bei, ja, entweder bei 500 Watt oder bei 600 Watt für 40 oder für 30 Sekunden in die Mikrowelle. Okay, schön festdrücken, also hier einmal abschaben. Es hat wirklich ganz viel von Kartoffelpüree, muss ich sagen. Und ab damit in die Mikrowelle. Und es ist tatsächlich eine feste Masse geworden, die ich hier jetzt rausholen kann. Und das wird in Streifen geschnitten, um die Pommesform zu bekommen. Ist noch ganz schön heiß. Ah, guck mal, sogar mit Riffelform. Und damit sind die Pommes schon mal fertig. Also Schritt 2, komplett abgearbeitet. Damit geht es mit 3 weiter. Und dabei wird tatsächlich das Fleisch für die Burger gemacht. Das braune Tütchen kommt dafür zum Einsatz. Und wieder 2-mal Wasser. So sieht das Pulver aus. Wieder rühren, 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 rühren. Riecht auch sehr würzig. Okay, angerührt ist es und dieser Bereich wird jetzt hier in die Mitte hineingedrückt. Dann das gleiche wieder und zwar für das Brot.
habe ich hier. Auch wieder mit 2 Einheiten Wasser anrühren. Das Brot ist ein bisschen flüssiger, das wird reingegossen und zwar in diese beiden Schachteln hier. Schön gleichmäßig verteilen und jetzt ist dieser Bereich hier auch fertig für die Mikrowelle. Und ja, das Ganze kommt dann auch für ja, so 40 Sekunden bei 500 Watt in die Mikrowelle. Und auch Brot und Fleisch sind aus der Mikrowelle zurück. Auch noch super heiß. Das lasse ich jetzt erstmal ein bisschen abkühlen. Und kümmere mich in der Zeit um den Käse hier bei Nummer 5. Ich habe ja eben gesagt, das ist für die Pommes. Aber tatsächlich brauche ich dieses Feld hier, um den Käse zu formen. Dafür nehme ich 1 Einheit Wasser und das Pulver für den Käse. Käse ist blau. Und fertig ist die Masse auf jeden Fall schon mal. Die nehme ich jetzt raus und sie wird in der Hand weiter geformt und zwar zu einer Kugel. Und die drücke ich dann hierauf flach. Und versuche mal hier so ein Rechteck damit zu formen. Anschließend wird der Käse hier in der Mitte auseinandergeschnitten. Und ich habe dann 2 Scheiben, nenne ich es einfach mal. So, die beiden sind fertig. Und lege ich auch mal zur Seite, genau wie die Pommes. Und dann bin ich schon bei Punkt Nummer 6. Der Ketchup wird angerührt aus der roten Tüte. Dafür nehme ich wieder dieses Feld hier. Das mache ich aber vorher einmal ein bisschen sauber. Da, möglichst alles rausgekratzt. Und jetzt kommt Wasser dazu. 2 Einheiten wieder. Dann die rote Tüte. So langsam habe ich auch alle Tüten durch. Es fehlt gleich nur noch die Cola. Rotes Pulver rein. Und wieder rühren, 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 rühren. Es riecht nach Tomate. Oder mehr nach Ketchup eher. Ketchup ist ein bisschen flüssig, finde ich. Aber jetzt auch fertig. Okay, damit ist alles bis Punkt 6 abgearbeitet. Jetzt geht es weiter mit Nummer 7. Ich nehme das Fleisch und das Brötchen raus. Es wird zugeschnitten, also Brötchen einmal durchschneiden. Fleisch wird gedrittelt. Gucken. Ups. Gut, hier ist es. Gucken, wie es rausgeht. Ich hole mal die Unterlage dazu. Erstmal das Fleisch. Das fällt mir hier schon entgegen. Dann das Brot. Man soll vorsichtig raustrennen. Das ging noch gut. Nummer 2. Auch. Okay. Die Brötchen sind da, das Fleisch ist da, die Pommes sind da. Jetzt muss nur noch geschnitten werden. Und es ist tatsächlich richtig fluffig.
Und auch das Fleisch lässt sich gut auseinanderschneiden. Und jetzt muss nur noch belegt werden. Okay, ich starte hier mit einmal Fleisch. Darüber kommt dann der Käse, den habe ich hier hinten. Da drauf der Ketchup. Ich hoffe, er ist ein bisschen fester geworden jetzt. Lässt sich auf jeden Fall gut verteilen. Und dann ist der erste Burger schon fertig. Hier kommt der Deckel drauf. Und einer von den Pekern. Nummer 1 ist fertig. Dann geht es weiter mit Nummer 2. Der wird doppelt. Fleisch. Käse, Soße, nochmal Fleisch und dann der Deckel oben drauf. Auch hier der Pika rein, damit das Ganze auch hält. Ups, das ist schon ein richtiges Türmchen hier. Ich bin fast abgerutscht. So, die beiden sind fertig und es kommt jetzt dazu noch die Cola. Dabei soll oben 1 cm Rand gelassen werden. Also ich denke mal ungefähr so bis zu der Banderole. Dann nehme ich das Pulver und das kommt auch dazu. In diesem Fall das lilane Tütchen. Und es fängt direkt an zu schäumen. Vielleicht hätte ich sogar noch mehr Platz lassen müssen. Ich will jetzt nicht hier mit umrühren. Es entsteht richtig viel Kohlensäure. Wie bei Brause. Cool. Total witzig. Die Pommes sortiere ich hier jetzt noch rein. Ja, nicht alles umwerfen. Den können wir jetzt nicht mehr brauchen. Der ist einmal mit Cola getränkt. Und dann haben auch die Pommes hier ihren Platz gefunden. Die lege ich hier neben. Und das Essen ist bereit. Leckeres Pop-in-Cookin-Essen, Miniaturessen. Und ich bin gespannt, was Kathi dazu sagt. Und Samstag seht ihr das Ganze natürlich, wie gesagt, bei Do-It-Yourself-Inspiration. Schaut auf jeden Fall, wie gesagt, vorbei. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Da freue ich mich natürlich. Wenn ihr sonst noch Fragen, Anregungen, Wünsche habt, alles unten in die Kommentare reinschreiben. Vielleicht habt ihr auch Lust, unseren Kanal zu abonnieren. Das wäre natürlich auch fantastisch. Einfach unten den Abonnieren-Button drücken und natürlich auch die kleine Glocke daneben. Dann verpasst ihr in Zukunft kein weiteres Video mehr von uns. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Do-It-Yourself-Inspiration. Kids Club. Tschüss!